Irgendwo im Höxter Bergland, 5 Grad leichter Nieselregen. Optimales Grillwetter für diese drei Herren vom Grill, Franz, Bernd und Dirk. Dem Ganzjahresgrillclub ist das Wetter gänzlich wurscht. Ja, der Grillclub als solches bestand erst gar nicht. Nur aufgrund dessen, dass wir einfach auch im Winter weitergegrillt haben, haben wir uns überlegt, das machen wir jetzt jeden Montag. Und das war vor circa 5 Jahren. Und seitdem grillen wir. Seitdem sind sie auch hier bei Metzger Hiller Stammgast und gelten als Wurstexperten. Hallo. Ja, ich habe vorbestellt. Ja, haben wir schon fertig abgepackt. Wollen wir bei diesem Wetter wieder grillen? Wie immer. Einmal die feinen Würstchen von Hiller. Feine Würstchen, 10 Stück, Probe 10 Stück. 10 feine, dann soll es wohl gelingen. Bekommen wir 15,60 Euro. Auf was achtet ihr denn beim Grillwürstchen? Ja, also das eine Grillwürstchen, das muss ein Gewicht von 90 bis 110 Gramm haben, darf feines oder grobes Bret beinhalten und die Gewürze sind bezugsquellenabhängig. Ja, achten wir schon darauf, dass wir gute Qualität haben. Am Grillplatz angekommen, wird nicht lange gefackelt. Dann geht es auch schon ran an die Buletten, Würste. Dazu gehört natürlich auch die flüssige Nahrung und der entsprechende Trinkspruch. Ja, sag ich mal Prösterchen, ne? Prost! Grillen ist Leben. Grillen ist Leben. Grillen ist Leben. Das Motto ist bei den Würstfans längst Gesetz geworden. Im Sommer unterscheiden wir uns wahrscheinlich nicht großartig von anderen Grillern, außer dass wir vielleicht ein GGB haben, ein Grillgesetzbuch. Aber im Winter muss man halt doch ein bisschen wetterfester sein. Aber jetzt mal ehrlich so, im Sommer ist es doch schöner, oder, zu grillen? Nein, gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Da fehlt überhaupt jede Herausforderung. Ich meine, da sitzt ja jeder Hinz und Kunz im Garten und grillt da rum. Weil das kann jeder. Nur im Winter grillen, das fordert uns irgendwo noch ein bisschen heraus. Was ist das denn hier? Das Licht ist das müssen wir einmal kurz umlegen. Das war ein Fauxpas. Pass mal auf. Also das war wirklich ein gros Malheur. Wenn man sich das anschaut, Franz hat das Würstchen parallel zum Grillrippe gelegt. Wenn Franz jetzt 5 Strafpunkte zusammen hat, dann muss er ein Strafgrillen ausrichten. Die Situation entspannt sich, Grillgäste kommen. Nun machen die Dauergriller von nichts mehr Halt. Wir werden jetzt gleich ein schönes Stück Schwarzwälder Kirschtorte grillen. In der Wickeltechnik ein kleines Loch gelassen. Da sieht man die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Und das Schwarzwälder Kirschstück ist fertig gegrillt, wenn die Kirsche im Sahnehäubchen verschwindet. Wenn sich alles zu einer homogenen Masse zusammenfindet. Die Suppe, die ihnen die Griller eingebrockt haben, löffeln die Gäste friedlich aus. Sie wissen, für den Grillclub ist Grillen Leben und ein Leben ohne Grillen einfach unvorstellbar. Es gibt kein Zurück mehr. Wir grillen bis an unser Lebensende.